Kennt ihr Chainsaw, den Kettensägen? Mann, er verfolgt mich in Roblox. Ich muss hier raus sofort. Freunde, ihr wisst es. Chainsaw, der Kettensägen, Mann, er kommt. Er, bitte lass mich raus. Ich muss raus. Oh ja, mein Gott. Ich habe 20 Mal gegengehauen. Auf einmal komme ich hier raus. Wieso geht die... auf einmal auf. Was sind das für Leute, wie sie heulen? Die bitte lasst ein Like und auch ein Abo auf diesem Kanal da. Ich gebe euch 3 Sekunden Zeit, sonst kommt der Kettensägenmann auch zu euch heute Nacht. Deswegen 3 Sekunden. 3, 2, 1 und liken, Freunde. So, sehr gut. Gut, dass ihr geliked habt. Danke, das hilft mir auf jeden Fall. Wir gehen direkt weiter, denn der Kettensägenmann Chainsaw, der ist hier irgendwo. Ich höre hier die Kettensägen. Ich höre hier die ganz sicher die Kettensägen. Oh Gott, es ist verdammt gruselig heute. Aber ich bin gespannt, was hier noch alles zu sehen sein wird. Wir gucken mal. Erstmal hier runterspringen. Das scheint der Weg zu sein. Okay, hier steht einfach nicht eingeben. Wieso nicht eingeben? Was meint er denn damit? Nicht eintreten, meint er wohl eher, oder was? Oder meint er nicht reingehen? Da ist er! Das ist der Chainsaw-Kettensägen-Mann, er kommt! Nein, lass mich! Geh weg mit dem Kettensägen, dieser riesig wie noch einer! Kann ich einfach nicht glauben. 2 Kettensägenmänner, die wollen mich hier holen. Die wollen mich killen und mich nur trollen. Oh Gott, Gott sei Dank sind die abgehauen. Okay, das ist schon mal gut. Aber jetzt vorsichtig müssen wir diesen Bärenfallen hier ausweichen. Ah, wow. Okay, alles gut gegangen. Alles entspannt. Wir können hier auf jeden Fall langlaufen. Jetzt haben wir hier diesen Ventilatorenraum. Ihr habt auf jeden Fall jetzt schon mal gesehen, wer Chainsaw, der Kettensägenmann, ist, Freunde. Ich hoffe nicht, dass er noch einmal kommen wird. Hat schon ein Abo dagelassen auf dem Kanal. Macht das mal bitte, und zwar sofort. Wir gehen direkt weiter. Ich würde sagen, wir springen hier mal runter auf diese Betten, oder was? Und jetzt können wir hier... Hallo, bitte lass mich raus. Ich will nicht zu Hackfleisch gemacht werden. Ich hätte aber jetzt gern einen Burger. Irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. Naja, gut, aber egal. Wir laufen direkt mal weiter, denn hier oben geht es anscheinend durch die Tür durch. Was ist denn das jetzt hier? Können wir hier jetzt runterspringen oder was? Sollen wir hier lieber runterspringen? Ich meine, da drüben ist ja ein Haus. Vielleicht können die mich da retten. Ist das da vor mir ein Labyrinth? Warte mal, kurz merken den Weg. Links lang und dann rechts lang. Ist das der richtige Weg? Ist das so ein Maislabyrinth da vorne oder was? Ich glaube, da vorne beim Haus kriege ich Rettung, weil da ist ja auch so jemand mit dem Fenster da oben rechts. Da brennt ja das Licht. Deswegen müsste es ja eigentlich da lang gehen. Oh nein, jetzt ist es verdammt dunkel. Na, oh, das Maislabyrinth. Da, 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 da. Hier einfach langlaufen? Ich glaube, ich kann hier durch, oder nicht? Nein, kann ich nicht. Ich höre doch hier die Kettensägen. Ich höre die Kettensägen hinter mir. Nein, nein. Nein, ich habe mir den Weg aber richtig gemerkt und deswegen hat Chain mich nicht bekommen. Chainsaw, der Kettensägenmann, wollte mich gerade killen. Ich habe ja, ihr habt doch die Kettensäge hier im Maislabyrinth gerade gehört. Okay, also alles gut gegangen, Freunde. Wir sind im Haus drin. Jetzt müssen wir hier nur jemanden... Nein! Meine Familie, das war's mit denen. Was? Wie sind denn hier alle draufgegangen? Sag mal, haben die sich irgendwie falsch ernährt oder was? Guck mal, die sind wirklich alle draufgegangen. Ich muss hier aber lang hier unten, oder? Ja, ich muss hier lang und den vorsichtig ausweichen. Einfach so ein riesiges Grab, Freunde. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Sag mal, das ist ja mal mega gruselig hier, ey. So Puppen überall alle aufgehangen. So ganz viele Puppen. Oh nein. Jetzt raus hier. Okay, alles entspannt. Jetzt können wir hier lang. Und wer ist das denn? Das Kettensägen-Zombie! Hey, lass mich bitte in Ruhe. Oh Gott, jetzt schnell ausweichen hier. So, schön mit dem Stuhl ausgewichen. Ja, sehr gut. Wir haben ein bisschen Abstand gewinnen können. Jetzt hier raus und Tür zumachen. Oh Gott. Alles gut gegangen, ist gerade noch durchgezogen. Alter, Freunde, ich sag euch, der Kettensägenmann, der ist nicht ohne, der will uns hier wirklich killen. Okay, ich probiere aber einfach mal was. Ich gehe hier mal in den Zug rein, fährt der Zug. Der Zug sieht nicht so, der Zug sieht so aus, als würde der losfahren. Oh nein, wo führt denn der jetzt hin, sag mal? Mr. Kettensägenmann, ich hoffe, Sie sind ganz nett. Um Gottes Willen, ich hoffe mal nicht, dass der mich jetzt hier irgendwo hinfährt, wo ich nicht hin will. Wieso ist der Kettensägenmann auf einmal überhaupt aufgetaucht? Der ist doch vor allem auch so gruselig. Hier raus? Hä? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, hier rauszukommen. Was? Oh mein Gott, ich habe Level 1 vom Kettensägenmann geschafft. Anscheinend wurde ich in die Welt von Kettensägenmann Nummer 2 geschleudert. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus, ist die Frage. Checkpoint erreicht. Okay, das sieht hier schon sehr aus wie vom Kettensägenmann Chainsaw. Um Gottes Willen, jetzt hier lang oder was? Anscheinend, ja, okay, hier rüber. Oh, das kriege ich doch alles hin. Also, wieso sind jetzt hier auf einmal Burger, sag mal? Es sieht auch ein bisschen so aus, als wäre das hier so ein Restaurant oder so, oder? Findet ihr nicht auch? Könnte ein Restaurant sein hier. So, lecker Burger. Wo müssen wir jetzt lang? Hier auf diese, doch bestimmt hier, was ist das denn? So Korken oder sowas, oder was soll das sein? So Kerzen, Korken, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, was ist, wenn ich es wisst, schreibt es in die Kommentare. Jetzt sind wir hier auf dem Herd und der ist geradeaus. Jetzt aber schnell rüber, schnell rüber. Oh, Alter.
Guck mal, da ist, geht wieder an. Da geht er wieder an, Freunde. Da muss man echt aufpassen. Und jetzt hier die Pommes wählen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in dem Restaurant. Rechts oder links? Ich sag rechts. War falsch. Dann nehme ich mal links hier. Okay, dann ist als nächstes ist es nochmal links. Und jetzt ist es rechts. Ja, richtig geraten. Sehr schön. Dann gehen wir weiter durch den Lüftungsschacht. Wir müssen ja hier irgendwie aus dem Restaurant auch rauskommen, ne? Vielleicht, wenn wir hier vorne langlaufen, können wir hier bitte irgendwie raus. Vielleicht hier, nein. Vielleicht hier, ja. Ja, und das ist auch der richtige. Wisst ihr? Da komme ich gerade raus. Da komme ich gerade aus diesem blöden Weg raus. Und dann gehe ich einfach drauf. Okay, wie war das jetzt? Links, links, rechts war es, glaube ich. Naja, okay, das war's. Checkpoint erreicht. Wieso habe ich denn jetzt eben keinen Checkpoint bekommen? Sag mal, das habe ich ja gesehen, dass der Checkpoint erreicht war. Aber irgendwie müssen wir jetzt hier rechts langlaufen. Jetzt müssen wir... Oh nein, wie war es jetzt nochmal? War es so? Ich glaube, es war so, oder? Ja, okay, es war so. Und jetzt müssen wir hier auf den Karton drauf. Checkpoint bekommen. Über die Kartons, Freunde, ey. First try errate ich hier die ganzen Sachen einfach richtig. Die Cola ist auf jeden Fall ausgelaufen. Ich komme für dich. Wieso will jetzt der Kettensägenmann auf einmal wiederkommen, hä? Ich dachte, den hätten wir abgehängt mit dem Zug. Naja, egal, wir gucken mal weiter hier rüber. Hier ist überall auch so Ketchup oder sowas, ne? Aber wobei, Ketchup ist eigentlich lecker. Was mögt ihr lieber, Ketchup oder Mayonnaise? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare rein. Ich denke, ihr seid wahrscheinlich eher so die Mayo-Typen, ne? Oh Gott, oder die Mayo-Mädels und Typen hier. So, wir gehen lang. Okay, über die Kartons rüber. Das ist immer, also ich glaube, ich weiß ja nicht, was mit dem Ketchup nicht stimmt, aber ich glaube, der ist irgendwie ein bisschen abgelaufen oder sowas. Was macht denn Ronald McDonald jetzt hier? Guck mal, auf einmal ist Ronald McDonald am Start. Sag mal, was macht denn der jetzt hier auf einmal? Sag mal, ich bringe ja... Lol, das sind, man konnte hier immer die richtigen Kartons auswählen und ich habe die ganze Zeit das Falsche ausgewählt. Er hat mich gegessen! Ronald! Lol, Ronald McDonald hat mich einfach gefuttert. Jetzt bin ich einfach in ihm drinne. Naja, dann rutschen wir direkt hier mal alles runter. Und da geht's raus. Hier aus dem Poloch oder was? Nö, anscheinend nicht. Rein in den Rachen. Ich glaube aber, dass Ronald McDonald mich hier früher oder später auskacken wird, ne? So, wir gehen hier lang. Rechts oder links? Rechts. Links. Aua. Okay, also ist es... man muss hier ganz oft raten. Rechts, rechts und jetzt ist es links. Zack. Und jetzt nochmal links. Nein, es ist rechts, rechts, links, rechts. Ach, Mann, ey. Rechts, rechts, links. So, jetzt habe ich aber den richtigen Weg. Bam. Haben wir Checkpoint bekommen. Jetzt sind die Blutkörperchen. Auch mal ganz kurz hier rüber. So, und durch hier. So, jetzt haben wir hier die Laser. Aua, die tun weh. Die darf man nicht berühren. Laserstrahlen sind nie gut. Und durchgezogen. Sehr schön. Dann gehen wir hier durch. Über die Rippen rüber hier. Und die Wirbelsäule nach ganz oben klettern, ne? Ronald McDonald, du hast aber ganz schön viele Burger gegessen, würde ich fast sagen, ne? Und jetzt sind wir wirklich, oh Gott, bei den Kackwürsten und der kackt uns aus. Igitt. Aua, sag mal, kann ich jetzt mal bitte aufhören, da drauf zu gehen? So, jetzt springen und jetzt springen. Okay. So, das haben wir geschafft. Er hat uns einfach ausgekackt. Ich bin hier. Wo bist du? Ah, oh Gott, da ist der Kettensägenmann, aber als Ronald verkleidet oder was? Oh Gott, Ronald kommt. Lauft. Schön ausweichen hier. Ronald, hör auf doch jetzt! Versteht er keinen Spaß? Hat er mich... Er hat mich nicht erwischt und wir haben es geschafft. Wir sind vor Ronald entkommen, Freunde, wie krass. Und guck mal, jetzt gibt es hier so ein Jump-Pad und ein Speed-Pad. Wow! Jetzt können wir hier einfach auch die Geheimgänge und sowas entdecken. Wir sind vor dem Kettensägenmann und Ronald McDonald entkommen, Freunde. Wie krass war bitte diese Obby? Lasst bitte ein Like und noch ein Abo da. Tut mir den Gefallen, schickt eins von den Videos aus. Wir sehen uns morgen, nächste Video. Dann wurde ich stark. Bis dann und ciao, ciao.